Zahnarzt. Ja, der Zahnarzt, genau. Der Zahnarzt, der Merck, genau. Aber Sie haben ja gesagt, Merck. Das ist der Kunst, ja, aber es ist der Merck, genau. Leider keine Punkte. Aha. Hätten Sie sich schon nach dem zweiten Bild trauen können, ja, oder? Ja, ein bisschen bescheiden. Genau. Aber 30 Punkte, sehr gut. Aha. Jetzt haben wir 8 Fragen gespielt und die Kaiserslauterer haben 465 Punkte insgesamt erspielt. Jetzt sind die Experten dran, die stehen hier. Hallo, hallo. Guten Tag, Jens Hübschen, SWR-Fernsehen. Hallo. Hallo Frau Stefani und hallo Herr Martin Clemens. Herr Clemens, darf ich in Ihre Mitte kommen? Das ist schön, dass Sie hier auf uns warten. Warum kennen Sie sich gut in Kaiserslautern aus? Ich arbeite als Gästeführerin hier in der Stadt. Okay. Warum sind Sie prädestiniert, jetzt hier mit mir zu stehen? Ja, zum einen beschäftige ich mich schon viele Jahre mit der Stadt und bin also schon mehrere Jahre lang bei der Stadtverwaltung, unter anderem bei der Denkmalschutzbehörde und jetzt auch beim Stadtarchiv. Die Expertenfragen sind die besonders schweren Fragen und da sind wir auch gnadenlos. Sie müssen die zu 100% richtig beantworten, damit es die 100 Punkte jeweils gibt für die Frage. Wir legen mal los. Erstmal spielen wir, habe ich 5 Fragen mit Ja oder Nein und Sie müssen sagen, ob die stimmen oder nicht. Fritz Walter spielte 384 Mal für den FCK und schoss 327 Tore, davon 13 in einem Spiel. Ja, gut, 13 wäre schon denkbar, dass er das mal geschafft hat, aber mehr sagen ja. Ja. Dem Fritz Walter traut man ja alles zu. Wir trauen ihm zu. Gut. Das Rathaus von Kaiserslautern war bei seiner Einweihung das höchste Rathaus Deutschlands. Ja. Wie hoch ist es denn? 84 Meter. Wann wurde es eingeweiht? 68. Stimmt das alles? Das stimmt. Gut. Doppeljahr. Gut. Ja. Georg Michael Pfaff, Gründer der Nähmaschinenfirma Pfaff, war Blechblasinstrumentenmacher. Ja. Was würden Sie dazu sagen? Das ist ganz sicher ja. Eindeutiges Ja. Ja. War Blechblasinstrumentenmacher. Okay. Der FCK, wir sind hier beim Fußball, wurde 4-mal deutscher Meister und 2-mal deutscher Pokalsieger im Fußball. Ich glaube, 1-mal wurden sie Pokalsieger. Ich schiebe das jetzt auch sehr, Clemens. Fußball bin ich trotzdem. 4-mal, ja. Aber Pokalsieger bin ich mir nicht sicher. Riskieren wir ein Jahr. Okay. Wir machen es gemeinsam. Wir riskieren ein Jahr. Ja. 4-mal deutscher Meister, Pokalsieger, sagen Sie das ein oder 2-mal. Aber das ist das, das weiß ich nicht. Wir riskieren das Jahr. Ja? Gut. Nach der Insolvenz der Kammgarnspinnerei wurden die Maschinen nach Indien verkauft. Das war 1982. Nach China. Na wo? China. Nach China. Sie wurden verkauft, aber nicht nach Indien, sondern nach China. Ja. Da würden Sie uns die Nickeligkeit zutrauen, dass wir dann falsches Land reinpacken. Ja. Gut. Angenommen. Alles, was grün wird, stimmt. Das heißt, wenn jetzt gleich irgendwo was Orangenes stehen bleibt, dann ist schlecht. Dann haben Sie was falsch gemacht. Ja? Wenn aber nur noch grün und gelb da ist, dann ist alles gut. Und ist alles richtig. Ey, ja! Sehr gut. Sind die ersten 100 Punkte? Ja. Genau. Kurz zur Erklärung. Die 13 Tore, die Fritz Walter in einem Spiel schoss, das war in einem Spiel gegen den FK Pirmasens. Und das ging 26-0 aus. Also es war eine deutliche Angelegenheit. Okay, gut. Ja. Hat er bestimmt 13. Und die 2 deutschen Pokalsiege vom FCK, der eine war 1990 und der andere 1996. Und alles andere haben Sie erklärt. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Im Kaiserbrunnen befindet sich eine Maus, ein Auswandererschiff, ein Sattel, eine Nähmaschine. 1 kann richtig sein, 2 können richtig sein, 3 können richtig sein, 4 können richtig sein. Okay, Auswandererschiff auf jeden Fall, Nähmaschine auch, Sattel, ja, Maus, eine Maus auf jeden Fall. Wie viele Mäuse? Rumpf hat immer eine Maus in seinen Brunnen eingebaut. Der Rumpf ist der Künstler? Ja, der Gernot Rumpf und sein Markenzeichen ist die Maus. Dann nehme ich die Maus schon mal an. Ein Auswandererschiff? Ja. Warum sollte da ein Auswandererschiff drin sein? Da doch sehr viele Pfälzer im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind. Und auch einige Kaiserslautern. Okay. Auswandererschiff definitiv ja? Ganz sicher. Ein Sattel und eine Nähmaschine? Ja, beides da. Nähmaschine wegen Pfaff und Sattel wegen Barbarossa. Wegen Barbarossa? Wegen Barbarossa. Barbarossa war ein Reisekönig. Der hatte keine feste Hauptstadt. Der reiste von Burg zu Burg, zu Pferde. Also ein Sattel ja und Nähmaschine auch ja. Und das glauben Sie, dass wir 4 richtige reinpacken und da gar nichts Falsches reinschreiben. Ja. Ich löse mal auf. Alles, was grün wird, stimmt. Und ist alles richtig. Genau. Richtig, ja. Nochmal 100 Punkte. Ja, ein bisschen spannend muss ja sein. 100 Punkte obendrauf macht 200 Punkte insgesamt obendrauf. Genau, macht also 465 plus 100 plus 100, 665. Okay. Vielen Dank. Es war schön bei Ihnen, Frau Stefani. Hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Eine Maus. Und eine Nähmaschine, sowie ein Sattel auf dem Pferd
und ein Auswandererschiff. Diese vier Gegenstände brachten den Experten 100 Punkte. Und es gibt noch einen weiteren Sattel, denn Opel hat auch mal Fahrräder gebaut. Insgesamt kommt Kaiserslautern so auf 665 Punkte. Das ist erstklassig, aber es reicht leider nicht für Platz 1. Das war Stadtlandquiz für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Kinder mit Lernschwierigkeiten können mit Tablet-PCs erstaunlich gut lernen. Das weiß in der Porta Nigra Förderschule in Trier jeder. Herzenssache wünscht eine frohe Weihnachtszeit. Herzenssache hilft Kindern. Die modernen Nikoläuse von heute, die müssen schon mehr drauf haben, als nur einen Mantel zu teilen. Unser Weihnachtsmann, der uns gleich besucht, der ist Sänger, Entertainer und Musiker. Ich bin schon sehr gespannt auf ihn. Außerdem haben wir diese Themen für Sie. Bei Wind und Wetter der gefährliche Transport von riesigen Windrädern durch den Hunsrück. Kein altes Eisen, bei der Kaiserslauterer Baufirma Horn sind ältere Menschen willkommen. Und ein anderer Blick auf Mainz, 111 Tipps, die Landeshauptstadt zu entdecken. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur SWR Landesschau Rheinland-Pfalz. Wer gestern Abend um diese Zeit in der Straßenbahn saß, die zwischen Ludwigshafen und Mannheim fährt, der hat wohl eine einmalige Fahrt erlebt. Denn ganz plötzlich fingen immer mehr Menschen in der Straßenbahn an, ganz wunderbar zu singen. Erst nach und nach wurde den Fahrgästen wohl klar, dass sie sich mitten in einer ausgeklügelten Fernsehaufzeichnung befanden. Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe und das SWR-Vokalensemble hatten diesen sogenannten Flashmob organisiert für einen gemeinsamen Weihnachtsgruß. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Still, 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 still. Die Stimme, alles wunderbar. Hat auf Weihnachten eingestimmt. Was keiner weiß, rund 2 Stunden hat es gedauert, für die Fernsehaufnahmen die Straßenbahn vorzubereiten. Ich hatte unglaublich viel Spaß, als ich Anfang unser Haus erreichte und dachte, es ist eine schöne Geste, gerade in der Vorweihnachtszeit, dann auch noch Weihnachtslieder im öffentlichen Raum zum Vortrag bringen zu können und die Fahrgastreaktionen wahrnehmen, beobachten zu dürfen. Das ist schon spannend, das ist schön und hoffentlich auch etwas, was allen Beteiligten gut tut. Da kommen sie, die Mitglieder des SWR-Vokalensembles aus Stuttgart. Spitzensänger, Könner, heute Verdi, morgen Brahms. Alle müssen auf vorher festgelegten Positionen sitzen, damit man sie über die eingebauten Mikrofone gut hören kann. Und los geht's in die Mannheimer Innenstadt. Mitten in der Rush-Hour. Oh, es kommt vom hohen Himmel her.
Zeit war. Still, still, still. Ich fand es erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Es war immer nur kurz am Anfang mal, weil man wirklich die von hinten schlecht gehört hat. Und danach ging es eigentlich schon immer ganz gut. Und dann hat es schon Spaß gemacht, fand ich. Ich habe alles gehört, ja. War sehr schön. Hat sie ihn gefallen? Ja, hat mir sehr gut gefallen, ja. Und nicht nur ihm. Alle hätten gern noch mehr gehört.